Hi Mädels, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, war ich über Ostern in Seattle und habe dort viel eingekauft. Unter anderem bei Victoria's Secret, bei Sephora, bei Ulta und über meine schönsten Errungenschaften wollte ich euch jetzt mal ein Video machen. Ich werde nicht nur Kosmetik machen, ich werde auch so ein bisschen was Parfum, Lockstoffe, was noch? Naja, und den Rest Kosmetik machen. Aber als erstes möchte ich euch meine neue Tasche zeigen, die ich bei Victoria's Secret gekauft habe. Die sieht so aus. In Koralle. Meine Farbe der Saison. Es passt super viel rein, wenn man an den Strand will. Okay, jetzt ist noch mein MP3-Player drin, weil ich gestern damit beim Sport war. Aber sie ist total praktisch. Sie sieht total stylisch aus, wenn ihr euch sie über die Schulter hängt, ob als Sporttasche, an Strand oder wirklich zum Einkaufsbummel, zum Beispiel zum DM, wenn ihr einen Großeinkauf macht, kann man all seine Sachen da reinpacken. Die ist auch sehr stabil. Es war lieber auf den ersten Blick, ich habe sie gesehen und wusste, die muss mit. Womit mache ich denn weiter? Ja, ich habe ja schon mal ein Video gemacht über Parfums und Düfte und so. Und da haben die ganzen Lockstoffe von Victoria's Secret auch eine Rolle gespielt. Und da habe ich mir jetzt wieder einen kleinen Vorrat gemacht. Allerdings sind die Lockstoffe jetzt in einem neuen Design und sehen so aus. Das ist jetzt hier Love Bell. Das ist so ein Klassiker, der heißt, oder da steht drauf, Cherry Blossom and Peach. Ich finde den total Weltklasse. Oh, der riecht so lecker. Nach Cherry Blossom and Peach, ich weiß nicht, ich rieche das da nicht raus, sondern ich rieche das einfach nur lecker. Ich habe immer eine Flasche im Auto, in der Handtasche. Ich sprühe mich damit den ganzen Tag ein. Ich liebe einfach diesen Duft. Die alte Flasche, weil es waren so runde Flaschen. Ich weiß nicht, ob ich die besser finden soll oder schlechter. Ich glaube, das ist erstmal so eine Gewöhnungssache. Ich muss mich daran gewöhnen. Riechen tun sie genauso lecker wie der Rest. Ja, dann habe ich mir noch eine Flasche Lockstoff mitgenommen in Secret Charm. Das ist Honeysuckle and Jasmine, steht da drauf. Das riecht für mich irgendwie immer so nach Mädchenzimmer, nach ganz sanft. Also wenn ich die Augen zumache und das rieche, denke ich an ein weißes Zimmer, wo weiße Möbel drin stehen, wo vielleicht ganz dezent rosa drin ist. Das riecht total soft, total lecker auch. Da habe ich auch die Bodylotion von, die kann man auch super mit allem anderen paaren, weil sie wirklich nur ganz soft und ganz leicht riecht. Und wenn ihr an der Haut riecht, dann kriegt ihr so einen ganz leichten Touch immer nur von diesem Duft. Total toll. Ja, die sind halt blau und lila. Und jetzt zeige ich euch noch ein paar rote und rosafarbene Lockstoffe. Das sind eigentlich alles drei neue, die ich euch jetzt zeige. Die beiden anderen gab es schon, die sind jetzt nur im neuen Design. Und diese Lockstoffe sind im neuen Design und die sind neu. Der eine, der mein absoluter Liebling von den neuen ist, ist dieser hier, Sheer Love White Cotton and Pink Lily. Der riecht auch total rosa. Der riecht blumig, der riecht wie so ein Strauß Blumen, wie so ein Strauß frische Lilien. In hellrosa, der riecht einfach nur total lecker. Also wenn ihr, weiß ich nicht, an den Strand geht, in einer guten Stimmung seid, sprüht euch damit ein und eure Stimmung wird noch besser. Super geiler Saft. Der nächste neue Lockstoff, wobei so neu ist der gar nicht, den gab es auch schon in der runden Flasche. Allerdings habe ich den vor einem Monat gesehen in der runden Flasche. Das heißt, der ist auch relativ neu, aber der kam nicht erst mit dieser Verpackung. Der ist ja Blackberry and Lilac. Ravishing Love heißt der. Der ist auch total lecker. Der riecht ein bisschen, ja, schwer kann man nicht sagen, aber schwerer als dieser Sheer Love. Der Sheer Love ist so leicht, der riecht nach Rosa, der riecht so richtig nach Mädchen, der riecht nach Blumenstrauß. Und der riecht schon eher nach Parfüm, der riecht schon so ein bisschen stärker, so ein bisschen kräftiger. Ist aber auch total lecker. Ich guck mal ganz kurz, was da drauf steht. Naja, okay, steht eigentlich im Prinzip nur das, was vorne drauf steht, drauf. Aber wenn, müsst ihr das einfach riechen, ist auch super lecker. Allein diese Flaschen sehen schon bombastisch aus. Der nächste ist Wild Scarlet. Wild Scarlet mit einem Bit of Juicy Apple and Naughty Kiss of Lily. Ah. Der riecht wirklich ziemlich apfelmäßig.
Der riecht so ein bisschen wie von DKNY, dieser Apfel. Nicht in grün, sondern in rosa. Ich glaube, den gab es auch oder gibt es auch in rosa. So ein bisschen riecht der so, nur noch fruchtiger. Also ich mag das lieber, weil es leichter und fruchtiger riecht. Und wenn ihr auf diesen frischen Apfelgeruch steht, Wild Scarlet. Dann habe ich mir noch ein Parfüm gekauft von Victoria's Secret. Da habe ich diesen Rollerball Stick von. Das ist dieses hier, Victoria's Secret Bombshell. Das riecht total, ja, nach Mädchen, nach Rosa auch, wie alles eigentlich bei Victoria's Secret. Das ist ein leichter Duft. Das ist zwar ohne Parfum, aber das riecht sehr, sehr leicht. Das könnt ihr tagsüber tragen. Das könnt ihr auch im Sommer tragen. Und ja, für mich riecht, weiß nicht, Bombshell passt nicht. Also ich finde, es riecht jetzt nicht so erotisch oder so, aber es riecht total lecker nach Mädchen und nach Sommer und nach, weiß ich nicht, nach schönem Tag und nach sowas halt. Dann habe ich noch, das wollte ich mir die ganze Zeit schon holen, von Benefit einen Blush gekauft, Bella Bamba 3D Pink, die dritte Dimension von Pink. Ich zeige euch das mal. So sieht das in der Packung aus. Ich werde damit auch noch mal ein Video machen. Und wenn ihr das auftragt, man erkennt leider reichlich wenig, wenn ich das hier auftrage. Aber es ist echt nur so ein leichtes Pink mit so einem schönen Glow drin. Also wirklich ein Pink, kein Rosa oder so. Und ich finde, dass dieser Ton mit dem Coralista von Benefit, das sind zwei der besten Blushes, die es jemals gegeben hat. Einfach weil sie so eine super, super, super schöne Eigenfarbe haben. Und das hat jetzt 28 Dollar gekostet. Ich glaube, in Deutschland kostet es 32 Euro. Und für 28 Dollar sind da drinnen 8 Gramm, ist es echt in Ordnung. Was steht da noch drauf? Okay, da steht jetzt, dass man das auf die Wangen auftragen soll und hier auf die Hairline für eine komplette dritte Dimension. Ich weiß nicht, ob ich das machen würde. Ich weiß nicht, ob ich mich so wohl fühle, wenn ich hier pink habe. Aber ich hatte es gestern auf den Wangen drauf und erste Sahne. Ihr könnt das super gut mit nudefarbenen Lippenstift kombinieren, mit nudefarbenen Lipgloss, aber auch mit pinken Lipgloss. Müsst ihr halt nur den gleichen Pinkton wählen. Ihr könnt dazu ein knalliges Augen-Make-up machen. Ihr könnt dazu einfach nur Mascara machen und dann den Fokus auf die Wangen legen. Es ist eine super, 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 super schöne Farbe und ich bin total begeistert und ich freue mich darüber und ja. Dann habe ich mir noch bei Victoria's Secret diese Make-up-Palette gekauft. Die heißt Secluded Lagoon. Da habe ich auch ein Video zu gemacht, wie ihr mit dieser Palette den Candice Look nachschminken könnt. Das ist wieder so typisch Victoria's Secret, die Farben. Die sind alle mit so einem schönen Schimmer ausgestattet, sodass ihr auf jeden Fall eine Portion extra Glow bekommt, wenn ihr dieses tolle Make-up auftragt. Dann habe ich bei Victoria's Secret einmal am Lipgloss-Regal zugegriffen und mir 4 für 20 gekauft. Hier sind sie. Zeige ich euch die Nummer einzeln. Das ist einmal Juice Berry heißt der. Hier seht ihr nochmal. Sieht sehr knallig aus, aber das ist überhaupt nicht knallig. Es hat kaum Eigenfarbe. Ich mache das einmal hier drauf. Wenn ihr jetzt mal hier guckt, ist nur so ein ganz leichter roter, rötlicher Schimmer. Und ich trage den am liebsten mit einem nudefarbenen Lippenstift drunter, zum Beispiel Mist von MAC, und dann den oben drauf. Das gibt euch einen super, super schönen Glanz und einen ganz leichten Rot-Rosé-Stich oben drauf. Dann habe ich noch dumm, 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 diesen hier gekauft aus dieser Special Edition mit dem Gold. Die hat gar keinen Namen. Ich glaube, die hat nur, was ist der Unterschied? Ja, genau. Das ist diese Summer Edition und die unterscheidet sich darin, dass sie einen Sun Protection Factor von 15 hat. Und die Farbe hier heißt Mrs. Mojito. Und das ist so ein Rosé mit so ein bisschen Schimmer. Wenn ihr das auftragt, ist das fast nude, nur halt, dass da so ein paar Schimmerpartikel drin sind. Ich mache es mal auf die Hand. Im Vergleich zu dem Juice Berry seht ihr sehr, sehr neutral, fast gar keine Eigenfarbe, nur ein bisschen Glanz, ganz leicht rosa. Ich fand den Namen aber total geil und ich finde so klassische Glosse. Die neutral sind, braucht man auch auf jeden Fall. Es muss nicht immer jeder mit einer Eigenfarbe sein.
Der hier hat ein bisschen mehr Eigenfarbe, der heißt Tropicool. Auch aus dieser Beach Edition nenne ich sie jetzt mal. Seht ihr, Tropicool. Auch ein super geiler Name. Der sieht sehr pinky aus. Aufgetragen ist er nicht so pinky, aber er behält natürlich seine pinke Eigenfarbe. So, da seht ihr das. Im Vergleich zu Mrs. Mojito auf jeden Fall knalliger, pinker. Das Schöne ist, die duften auch total lecker. Dieser Tropicool, der duftet wirklich nach frischen Früchten, nach, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt die Augen mache, das rieche, würde ich eher an so einen Fruchtsmoothie am Strand denken. Dieser Mojito, wie duftet der? Ich weiß gar nicht. Wie Mojito. Dann habe ich noch den hier, Mega Melon. Der ist so ein bisschen orange. Also Mojito ist eher so nude, neutral. Tropicool ist pink. Und der hier ist eher so Koralle, orange. Ich mache den auch mal hier. Da seht ihr den. Der hat noch Eigenfarbe. Der zaubert so einen leichten korallfarbenen Glow auf die Lippen. Könnt ihr auch super mit nudefarbenen Lippenstift verwenden. Oder mit irgendeinem Primer für die Lippen und dann den einfach auftragen. Ich zeige euch das nochmal in die Kamera. Von oben nach unten, das ist der Juice Berry, das ist Miss Mojito, das ist Tropicool und das ist Mega Melon. Ich finde für 20 Dollar 4 Stück, das ist ein absolutes Schnäppchen, da kann man wirklich nichts sagen. Ich mache das mal kurz ab. Ja, ich freue mich total, dass ich diese Lipglosse habe. Die machen einfach Spaß, allein wenn ich die rieche, freue ich mich schon darüber. Dann habe ich mir noch meinen Covergirl-Kajal wieder gekauft. Der heißt übrigens nicht Black Onyx, der heißt anders, habe ich jetzt schon wieder vergessen. Die sind halt immer eingepackt in so Plastikverpackungen und da steht der Name drauf. Auf dem Kajal selber steht der nicht drauf und ich mache die immer sofort ab, diese Verpackung, weil die nur Platz wegnehmen. Und ich habe mir jetzt aus dieser Covergirl-Serie auch mal den braunen Kajal gekauft, um den zu probieren. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Dunkelbraun. Hat gar keinen Glitzer in sich, ist einfach nur dunkelbraun. Ich zeige euch jetzt mal hier den Vergleich. Dunkelbraun und schwarz. Also anders als der Victoria's Secret Dark Chocolate Kajal, ist der wirklich dunkel und sehr farbintensiv. Und auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Alternative. Weil der kostet ja auch nur 8 oder 9 Dollar. Dann habe ich am Revlon Regal zugeschlagen. Wir waren nämlich auch bei Ulta. Und da habe ich diesen tollen nudefarbenen Lippenstift gefunden in der Farbe 070 Soft Nude. Der ist echt super, super schön. Ich stehe ja total auf Nude. Der hat so einen ganz leichten rosa Stich, also rosé-orange Stich. Und ja, ich meine, es muss nicht immer MAC sein. MAC hat super, super tolle Sachen, aber das ist auf jeden Fall eine günstige Alternative. Ich würde jetzt mal so sagen, der ist von der Farbe, also Creamy Nude ist auf jeden Fall heller, also hautfarbener, der Mist auch. Wie ist der denn, dieser von MAC? Der Shy Girl ist so ähnlich von MAC. Der hat allerdings mehr Glitzerpartikel drin. Aber ich muss sagen, ich finde den total klasse, der sieht auf den Lippen total schön aus. Dann habe ich mir noch diesen Lipgloss gekauft von Revlon in der Farbe Ice Pink 004. Das ist so ein zartes Rosé mit ein bisschen Schimmer drin. Könnt ihr auch immer super über den Lipgloss auftragen. Ich fand es total schön, einfach weil ich so helle Rosé-Töne total gerne mag. Ich finde Revlon ist echt mal eine super, super, super Marke. Seht ihr das? Ganz zartes, helles Rosé, das Glitzer, ganz leicht zu erkennen. Totales, schönes, angenehmes Glitzer, wenn es zu glittermäßig ist. Sieht man immer aus wie Gabi Glitter, das mag ich auch nicht so. Dann habe ich noch, oh Wunder, ich habe sie bekommen, die Naked Palette von Urban Decay. Dieser Primer war dabei und ein Pinsel war dabei, den habe ich jetzt allerdings schon rausgenommen. Hier seht ihr nochmal die Farben. Die ist ja überall ausverkauft gewesen oder ist auch immer noch überall ausverkauft. Ich habe schon seit Monaten immer geguckt, wo ich sie bekomme und habe mich auch reservieren lassen auf diesen ganzen Listen von Sephora und so, aber es stand immer sorry out of stock, sorry out of stock und ich habe auch nicht eingesehen über eBay oder so mehr Geld dafür auszugeben, als in der Regel dafür verlangt wird. Ich habe dafür jetzt 48 Dollar bezahlt
plus Tax, was in der Umrechnung dann so, weiß ich nicht, 35 € macht oder so, was ich echt okay finde, aber ich hätte